Willkommen zurück. Julian Horn retten. Irgendwie habe ich was verpasst. Es sieht so aus, als wären wir da hochteleportiert worden. Das ist unschön. Und leider sind wir auch in der Nähe von dem Teil hier. Dann schaue ich mich mal kurz um, ob ich da was finde. Das wäre ja gerade passend. Schade, über den Drahtzaun komme ich nicht. Komme ich denn dann da überhaupt rein? So schon mal nicht. Ich glaube, dann hole ich mir mal das Auto. Was da steht und fahre mit dem rum. So, adios, muchacho. Ist auch immer schön zu sehen, dass in jedem Auto natürlich der Schlüssel steckt. Macht natürlich auch viel Sinn. So, hier das aufmachen. Und wir haben hier leider nicht das gefunden, was wir haben wollten. Tasche schnell rein und das auch weg. Könnte man natürlich noch hoch ein bisschen scouten. Aber ich muss mich beeilen. Bisschen Zeit dürften wir aber haben. Scouten wir mal eben. Flotti. Eine Runde. Na, kommt her, hier. Einmal, zweimal, dreimal bekannt mit meinem Knie. Kämpfen Stufe 2 freigeschaltet. Wunderbar. So können wir den Kameraden auch noch ein bisschen trainieren. Nur schade, dass Vincent jetzt nicht dabei ist. Da hinten brennt es. Ein gigantischer Aussichtsturm. Fahrzeuge, Lagerhallen, Campingplätze, Satellitenverbindungen. Da ist ja mal einiges zu finden. Öffentliche Toiletten. Da war noch ein Schuppen. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja, muss ich auch irgendwann nochmal hin. Polizeiwache, Munition. Auf jeden Fall muss ich da nochmal hin. Und da wäre nochmal was. Sonst noch irgendwo... Irgendeiner muss doch noch da sein. Komm schon, Fragezeichen, wo bist du? Ich find's nicht, egal. Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal werden nicht alle einfach angezeigt. Was natürlich extrem mies ist. Aber was soll ich machen? Ja, hast aber ganz gut hingekriegt. Klatsch. So, der nächste Suchort wäre das hier. Okay, nee, das mache ich wann anders. Ich suche jetzt wirklich erstmal die hier. Da sind mir zu viele. Da gehe ich mit einem Kameraden erst rein.
Ich hoffe nur, mein fettes Auto ist jetzt wenigstens zu Hause. Könnt den schnellen hier nehmen. Allerdings habe ich da hinten drin schon ein paar Sachen. Müsste ich erst raus und umladen und wieder rein. Na. Ah, shit. Warum ist die mitten auf dem Flecken hier? Hallo, die Dame. Hey, are you here for us? We have a medevac down the road. We're looking for Dr. Julene Horn, Thomas Horn's wife. Ex-wife. Ugh, like it matters. Yes, please, get us out of here. Perfectly. Dann rein mit euch. So this is about Tom? I'm sorry, Dr. Horn. Your husband is dead. Ex-husband. Oh. Oh, God. The brass thought you might know something about his research. Something that could help us? I'm a surgeon. I didn't have time to listen to Tom's obsessive theories. He practically papered our house with... Oh, crap. You don't want me. You want his notes. The house isn't too far from here. I'll show you where to go. Na, das ist auf jeden Fall nett. Wir dürfen noch ein bisschen weiterfahren. Krankenstation ist fertig gebaut. Mal gucken, ob wir gerade Verbesserungen noch reinzimmern dürfen. Hier können wir schon ein paar Sachen anbauen. Zum Waffenlabor, zum Munitionswerkstatt erweitern. Zwei unterschiedliche Dinge. Selbstgemachte Feuerfallen sind eigentlich aber nie verkehrt. Nehmen wir mal einen Materialabwurf. Ne, sonst haben wir nichts. So, jetzt muss ich irgendwie da runter. Ei, caramba, eine Zombie-Horde nach der anderen. Don't tell. That's your house. I didn't invite those people. Hey, I can help clear them out. I'm in the reserves, trained at Fort Sam Houston. Outstanding. Dr. Horn, hang back for me. We've got this. Tja, nur leider ist die Doktorin doch ein bisschen vorgerannt. So, komm, steh auf. Infected must die. Alter, ist hier noch einer. Mund zu. Komm, fliegen rein. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Alright, I think I know where I stuck his notes. How many times did I tell him to clean out his crap? Search fast, alright? I want to make it out alive. Ja, kann ich verstehen. Bisschen nachladen muss jetzt aber auch mal sein.
Ah, shit it. Medikamentenreserve. Ui, auch nicht schlecht. Eine Puppe. Ein Wakatsashi. Nehmen wir mal mit. So, hier irgendwie helfen bei dem Einsammeln der Notizen. Und Breitschwert, jawohl. Kines. Lasst euch von denen noch nicht fertig machen. Also irgendwie wird das nichts mit dem Einsammeln. Way too much. Munition, Aspirin. Can't carry that much. Also das Haus ist mit einigem Zeug voll. Da könnte man nochmal hin mit einer Wagenladung. Wenn nicht sogar mehreren. Lebensmittelvorräte. Shit. So, such mal ein bisschen schneller. Got him. We're good. Greyhound 1 to Black Friday. We're en route with Dr. Horn. Let Doghouse know we're ready for extraction. Roger that, Greyhound 1. Might want to hurry back. We're seeing a lot of movement around here. Why would that make us want to hurry back? Ach ja, zu dritt macht das richtig Spaß, die Zombies jetzt zu klatschen. Jetzt schnell hier was in den Wagen rein. Und Waffe nachladen. Ladies, bitte einsteigen. Nach Möglichkeit nicht durch die Horde rennen. Und wir werden jetzt angegriffen, hat's gehießen. So. Genau hier hatten wir unseren Stopp gehabt. Schnappt ihr die Sachen und platziert sie im richtigen Auto. Denn das hier nehme ich mit und kein anderes. So. Theoretisch wäre es mir jetzt aber auch noch möglich, mit dieser Clique von drei Leuten das Überbrückungsding zu holen. Wie sieht's denn da aus? Ich meinte auf der Karte, verdammt. Ja, nein, vielleicht. Damn it.